shit. Ups. Feuerelementar rufen. Zack. Feuerelementar. Von den gleißenden Funken. Magiekonzentration. So. Hat man, ich sollte hier Patria treffen. Das kann ich hier vorne machen. Stopp mal kurz. Achso, hier geht's. Hier gibt es einen Aufzug, oder? Was gibt es hier? Keine Ahnung, was es hier gibt. Hier gibt es auf jeden Fall noch eine Truhe. Ah, Flammenelementar, mein Lieber. So. Zack, zack, zack. Speichern. Weitergehen. Bin ich hier jetzt endlich am... Der Generator. Ah, guck mal einer an. Da sind wir doch. Ach, das Auto gespeichert hätte ich nicht speichern brauchen. Aber... Komm mal, lieber Feuerelementar. Zack, zack, zack. Ab auf ihn. Zack. Dreihundertsiebzig. Speichern. Ach Mist, jetzt muss ich... War das so klug? Hey, aua. Ach, nein. Ich habe so gut wie nichts mehr zu essen.
Wurst noch. Nach da unten muss ich. Wie komme ich denn nach da unten? Nein! Das wollte ich doch nicht. Nein! Dummheit muss doch wehtun. Aber so richtig. Denn die Gletscherspalte kann ich nicht sein. So. Jetzt aber noch mal komplett runter. Das sieht saumäßig komisch aus. So. Zack. So, hier speichern wir. Jetzt ist die Frage. Wie kommt man da runter, ohne zu sterben? Das ist doch irgendwie offensichtlich, oder? So. Neuer Spielstand. Okay, das ist nicht offensichtlich. Denn damit kommt man nicht runter. Also,
Na endlich, ihr habt euch ja wirklich Zeit gelassen. Bereit? Der Energiekern ist wie vermutet noch intakt, aber wir müssen etwas tricksen, um an ihn ranzukommen. Hat mir nicht gesagt, auf mich hat sie einen ziemlichen Eindruck gemacht. Ich habe gesagt, ich sehe, was ich tun kann, und das habe ich. Die Fallen konnte ich fast alle deaktivieren, sonst wärt ihr vermutlich jetzt nicht hier. Was die Centurius angeht, da kann ich nichts machen. Gut. Naja, da kann ich auch nur mutmaßen, aber so genial wie Sterlingstechnologie sein kann, so komplex ist sie auch und dadurch eben fehleranfällig. Man erzählt sich, dass an Arknaut eine ganze Generation gearbeitet hat und dann zack, ein falsch platziertes Zahnrad im Getriebe und all die Arbeit war dahin. Vermutlich gab es deshalb auch nie wieder etwas Vergleichbares. Gut, wir legen wie... Das ist ganz einfach. Naja, wenn man weiß, was man tut. Wir müssen die Energietransporter wieder aktivieren und dadurch die Energie abführen, die den Kern umgibt. Wenn wir das nicht tun, verarbeitet uns das Teil schneller zu Röstbraten, als wir bis drei zählen können. Also, es läuft folgendermaßen. Ihr öffnet die Ventile und ich kontrolliere den Abfluss der Energie. Es sind insgesamt 4 Stück. Öffnet sie alle. Gut, gut. Naja, da kann ich auch nur mutmaßen, aber so genial wie Sterlingstechnologie sein kann, so komplex ist sie auch und dadurch eben fehleranfällig. Altes Ventil geöffnet. Altes Ventil geöffnet. Altes Ventil geöffnet. Nee. Ja, sehr gut, das war's. Der Druck sinkt. Nehmt jetzt den Kern. Jo. Das war jetzt natürlich nicht das, was wir machen wollten. Aua, das hat wehgetan, was? Tut mir leid, das ist nichts Persönliches, aber ich habe gesehen, wie ihr kämpfen könnt und bei dem, was ich vorhabe, kann ich keine zusätzlichen Risiken gebrauchen. Ich kann diesem alten Idioten unmöglich die Maschine überlassen. Sie ist ein Meisterwerk. Wahrscheinlich die größte Errungenschaft der Sterlinge seit dem Bau dieses Schiffes hier. Und was macht er? Er nennt sie Horst und behandelt sie wie ein Haustier. Warum müssen Genies immer gleichzeitig so durchgeknallt sein? Warum musst du so durchgeknallt sein? Walter Robin ist ein begnadeter Tüftler. Aber er versteht nicht mal ansatzweise, welches Potenzial in dieser Apotheose steckt. Er sieht die Maschine als bessere Krücke, mit der er seinen Lebensabend herauszögern kann. Das ist einfach erbärmlich. Unsterblichkeit. Stellt euch vor, was man damit in den richtigen Händen erreichen könnte. Ich werde mein Volk, die Sterlinge, wieder zu alter Größe führen. Es ist für das höhere Gut. Verzeiht mir. Super. Was haben wir jetzt davon? Gut, wie komme ich hier raus? Ich warte einfach, bis ich nach oben gekommen bin.